Käsebrotfreund. Hallo, Tipsche. So, Regen hat aufgehört. Weiter geht's. Ein neuer Tag ist angebrochen. Neuer Tag, neues Glück. Auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen planlos, Tipsche, was wir jetzt so treiben wollen. Ich würde vorschlagen, wir bauen den zweiten Stock nochmal auf und bauen da unser Schlafzimmer rein. Ja, da ist nur das einzige Problem, wir haben halt nur noch wenig Sequoia, nicht wahr? Sequoia. Also ich habe noch ein bisschen. Ich habe noch ein paar. Du hast noch, hast du auch noch? Ja, ich habe noch ein paar Stämme. Aber du hast ja noch voll viel, Alter. Was ja, geht? Okay. Ups. Viel ist relativ im Vergleich zu dem, was wir mal hatten. Ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall... Oh, Fleischchen. Wir müssen wieder ein bisschen Holz schlagen gehen, Timsche. Ah ja, das... Oder da hatten wir doch noch Bäume, oder? Ja, ein, zwei standen da noch rum. Ah ja, eben. Oh. Mal machen. Verzeihung. So, aber ich habe hier so einen Frosch im Hals. Ja, ein bisschen, ne? Aber nur ein bisschen. So. Passt schon. So, ich habe hier aber noch ein paar... 16, ne? Ich krieg noch ein paar zusammen. Wir können noch ein bisschen weiterbauen. Wir sollten noch ein bisschen Glas schmelzen, dass Glasen? Wir auch gleich Fenster reinbauen können in den ersten Glasern. Okay. Willst du das machen, Timsche? 1, 2, 3, 1. Glasern? Ja, weil ich bin hier gerade sowohl am Schmelzen wie auch am Braten. Ach so, am Schmelzbraten. Ja, ich bratschmelze, ja, absolut. Okay. Na, wenn du bratschmilzt, dann mache ich mal hier ein bisschen Glas. Ne? Mach das mal, ja, genau. So. Ist zwar eine Kohle dabei. Oh, Kohle. Kohle. Habe ich Kohle dabei? Nein. Achso, ich brauche ja gar kein Holz. Dann brauchen wir nämlich ein bisschen Kohle dafür. Wo ist denn, haben wir denn unsere Kohle? Rechts. Nee, in der nicht. In der ist, glaube ich. Ja. Ah ja, da. Das ist schon wieder die alte Kohle. Die alte Kohle. Selbstgeköhlerte Kohle. Ja, das hat nicht jeder. Nein. Aber, was wollte ich sagen? Vergessen. Wir haben's. brauchen wir nicht. Naja, also, was ich meine, der Kohlehügel, wir könnten den mal wieder befüllen, gell? Ja, das brauchen wir, aber müssen wir wieder ordentlich holzen, ne? Ja, das müssten wir wohl. Uiuiui, Timsche, okay. Da gehst du ja total Stoff. Da geh ich Stoff und ich baue hier oben gleich nochmal ein bisschen weiter. Ja, ich habe hier auch noch so ein paar Espenlaub. Ich pflanze das jetzt einfach mal hier so. Ganz frech. Ja. Wächst schon. Passt schon, oder? Ja. Ja, doch, wir müssen ja hier auch gucken, dass wir... unseren Holzvorrat ein bisschen wieder aufforsten sozusagen, oder? Sonst ist ja irgendwann ein Feierabend. Ja, wenn wir das in der Nähe hätten, wäre es natürlich viel cooler. Es ist halt schade, dass es keine Segoia-Saplinge gibt halt, ne? Ja, zumindest droppen die keine. Die kleinen Stinker. Ja, das ist halt blöd. Aber gut, geschenkt. Naja, gut, vielleicht kommen die ja, weiß ich nicht, vielleicht, ich weiß auch nicht. So. Vielleicht spawnen die ja oder irgendwas tun sie vielleicht, oder? Ich meine, irgendwo musst du ja herkommen. Kann doch nicht sein, dass dieser Baum kein erneuerbarer Baum ist, oder? Kann es sein? Macht das keinen Sinn. Nee, also eben, das macht doch gar keinen Sinn. Und der Biox hat sich doch so viele Gedanken gemacht, da muss doch wohl... Irgendeine Mechanik dahinter stecken. Irgendwie muss das Ding doch wachsen. Oder sich neu wachsen oder irgendwas, du weißt schon, was ich meine. Ja, auf jeden Fall weiß ich, was du meinst, Käse. Blub! Irgendwas, meinst du schon? So, wie sieht's denn da aus an der Häuserfront? Naja, guck mal von außen, ob das alles so einigermaßen stimmig aussieht. Von außen sieht das ganz gut aus, ja. Außen sieht das ganz gut aus. Ich bin damit einverstanden. Autschi! So, mach hier auch mal die andere Seite noch. Wie war das so? Also, hops. Oh Gott, hoffentlich reicht's. Ja, 7 habe ich noch, okay. Ich glaube, das wird ein wenig eng. Warte mal, ich habe ja hier eben so ein bisschen Happische A noch. Basuf. Ein bisschen hast du noch. Basuf. Ja. So. Nicht viel, aber ein wenig. Ja, dann rück das doch mal raus. Ja, ist in Arbeit. Ist in Arbeit. Ja. Soll ich dir mal entgegenkommen jetzt und dir etwas abnehmen? Nur Käse? Nicht hudle. Ich hudle nicht. Ich schmeiß es dir ins Haus. Ich bin schon da. Ja, da. Lass dir schmecken. Okay. Ups. Das gibt's noch drauf. So. Das haben wir noch. Ja, ich hab sogar... Oh, Kacke. Hast du noch ein paar Stämme? Ja. Also ich bin jetzt gerade so wild am Feuern und so, weißt du? Ich kann mich jetzt kaum auf was anderes konzentrieren. Nein, das ist klar. Das ist nur zu verständlich. Finde ich nämlich auch. So. Wollen wir da auch wieder Seitenfenster einbauen oder wollen wir da nur frontal und... Naja, ich fände es ja oben. Oh Gott, ich hab's falsch gebaut. Oh nein. Ich hab's falsch gebaut. Wie wär's mit schönen Panoramafenstern oder so? Hä? Hä? Ich dachte, ich wollte es ein bisschen einheitlich aussehen lassen. Einheitlich? Oder meinst du, das ist keine so gute Idee?
Ja, jetzt warte mal. Ja, ich meine, gut, also. Oh, ups, abgestürzt. Wir könnten eine Dachterrasse irgendwann einbauen. Ja, oder einen Balkon. Ja. Über. Ja, wir können so einiges. Ich meine, wir können hier hinten auch noch voll fett anbauen. Oder? Platz ist ja genug da, nicht wahr? Ja, das stimmt. Ja, hier so in Richtung hier. Stimmt. Meer und so. Auf jeden Fall. Da können wir mega anbauen. Was sagt die Tomate? Sieht immer noch gleich aus. Wie lange sowas wohl dauert? Ich habe keine Ahnung. 3 Monate? Wahrscheinlich. Naja, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. So, aber so ist es halt, gell? Bei den mittleren. Ja, wenn man halt Tomaten anbaut, dann braucht man Geduld. Ja. So, jetzt habe ich hier nichts mehr. Hätte ich noch gebaut. Ein bisschen Sequoia habe ich noch. Oh Gott, das reicht nie im Leben, um alles fertig zu bauen. Ja, wir müssen auf jeden Fall holzen gehen, das ist klar. Das ist halt nur, ja, wir haben uns halt, ja, ist halt irgendwie dumm, gell, dass wir uns gerade den Baum ausgesucht haben, den wir nicht pflanzen können. Ja, das ist keine so gute Idee gewesen. Das ist vielleicht ein bisschen kacke, ja. Aber gut, ja. Jetzt müssen wir halt damit leben. Tun wir ja auch, oder? Ich meine, wir haben ja jetzt eh schon alles neu gemacht. Jetzt nochmal alles neu machen mit einer Holzsorte, die nachwächst oder die wir anbauen können, ist ja, da sind wir ja ewig dran. Nee, das muss im Moment nicht sein, ne? Nee, absolut nicht. So, Blöcke kommt. Es reicht nicht, Kiris. Ja, wart, hier, ich hab nochmal so ein paar. Was, nochmal ein paar? Ja, hier, da spuck ich dir. Hä, da liegen ja noch welche. Oh, wo dann? In der Hütte, da liegt ja noch alles auf dem Boden rum. Alles voll. Alles voll, Tim. Jetzt bin ich aber wirklich leer, ich hab gar nichts mehr. Oh Gott, jetzt haben wir nicht mehr genug Sequoia für die Balken. Ach so. Die kann man doch irgendwie auch zurück. Irgendwas kann man da, glaube ich. Konnte man nicht was? Irgendwas? Ha? Ich weiß es nicht. Ich vergessen? Weiß es nicht. Ich dachte. So. Herrje. Oh nein, falsch. Verbaut. Oh je, verbaut. So, hoffentlich langt die Axt noch, um das wieder niederzumachen. Was machst du? Oh, das ist wieder Nachtkäse. Wir kriegen wieder gleich Besuch. Ja. Gut, ich bin hier halt am Feuerchen, ne? Solange jetzt kein Creeper kommt, kann ich gut damit leben. Ja. Naja, das wäre jetzt dann uncool, wenn er mich in die Luft sprengt. Aber das wäre nicht optimal. Mich und unsere Feuerstellen. Warte mal, warum setze ich den denn jetzt so? Ich will den gar nicht so setzen. Was macht er denn? Ich will den schräg setzen. Wie war denn das? Oh Gott, der zweite Barren ist in Reichweite. In Reichweite? Ja, ohne Witz. Das ist echt cool. Nur noch ganz wenig. Oh, ich gehe mal kurz. Ich bin verwirrt, Käse. Ja? Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich die so schräg gesetzt habe. Das weiß ich auch nicht, aber ich gehe mal kurz loosen. Ach so, ich weiß es wieder. Sehr schön. Und, okay. Ein kleiner Unsinn. So. Oh, verkehrt. Was baue ich denn schon wieder? Ich weiß nicht, du verbaust dich offensichtlich. Offensichtlich. Unsinn, Timsche, Unsinn! Hä? Ach, wer schießt das nicht? Keiner. Scheiße. Scheiße, schon wieder? Ach, schon wieder verbaut. Ich wollte nicht hinten runterfallen und jetzt habe ich so ein Ding produziert. Naja, das kommt mal vor. Ja, auf jeden Fall. Gell? In den besten Familien. Absolut. Oh Gott, Ausbau des Magertimsche. Nur 2 gammelige Edelsteine und ein kleiner Sphalerit. Echt? Jappa. Na, das ist ja nicht so überzeugend. Das ist jetzt nicht überragend, nein. Und was sagt das Glas? Oh yeah, wir haben Glas. Baby, wir haben Glas. Ja, das ist gut. Ja, absolut. Very so. Hot. Schade, dass ich keine Sequoia-Stämme mehr habe. Dann wird's nämlich jetzt langen. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Echt, liegt's jetzt da dran? Ja. An den Stämmen. Nun ja, wir müssen irgendwann mal Holz schlagen, sonst kriegen wir nämlich unser Haus nicht fertig, Käse. Ja, ja, das müssen wir. Und wir müssen uns mal, überlegen, was wir für den Fußboden bzw. die Decke für ein Material verwenden. Oh, da war ja noch eine. Decke? Ja, weil jetzt haben wir ja eine andere. Also vielleicht sollten wir da tatsächlich dieses graue Espenzeug nehmen. Das da hier? Ja, ja. Was wir als Fußboden, als Dings genau. Da, als Teppich, Fußabtreter, irgendwas haben. Ja, das finde ich eigentlich ganz, ganz geschmeidig. Das gefällt ihm. Ja. So, Sphalerit tut ein Werk. Also besser als dieses grüne Zeug auf jeden Fall. Das gefällt mir nämlich von der Farbe her überhaupt nicht. Na, das ist halt, ja, weiß auch nicht. Wie schön, dass wir den ganzen Boden damit gemacht haben. Ja, wir hatten ja nichts anderes. Naja, wo muss man ja mal anfangen. Hoho. Das ist ja gar nicht mehr so schlecht hier. Mit The Forge. Ui, hoffentlich verbrennt das nicht. Nee, tut's nicht. Nee. Hab ich auch schon gedacht, ja. Bin nachher dann irgendwie
Wenn du Metall schmilzt, dann... Schweinekohle drin haben oder so. Aber haben wir nicht. Nein, ist alles gut. Funktioniert. So, wunderbar. Geht nur schneller und so. Fantastisch. Okay, dann können wir das Ding hier irgendwann mal abreißen oder so. Ach so, ich habe hier... Oh, Hilfe. Was mache ich denn? Was hast du da im Käse? Naja, ich habe hier noch gesehen, ich habe hier noch so ein paar White Elm Blöcke in der Hosentasche. Ich habe gar nichts mehr. Die kann ich doch hier jetzt mal noch verbauen. Dann sieht es hier wenigstens vernünftig aus. Einheitlich meinst du? Jepa, hier so, da ist noch eine und hier noch eine. Und jetzt habe ich nochmal 4 Stück. Das reicht zwar nicht, aber immerhin. Fast. 1, 2, Himmelherrgott, 3 und 4. So, ausgebaut. Wir müssen unbedingt White Elm pflanzen. Ich glaube, wir haben irgendwo Saplinge, oder? Haben wir doch. Ja, dann lass uns mal ein bisschen pflanzen. Sollen wir Holz exkursionieren, Timsche? Schon wieder eine Holzexkursion machen. Naja, halt die restlichen Segoyas da hinten. Da waren nur noch 2, oder? Stimmt, auf dem Weg. Ich pflanze auch noch ein bisschen Spruce, ja. Schad ja nicht, wenn wir Saplinge. Ja, hot. 3 Sterne hot. Very hot. Oh je. Hast du noch irgendwas zum Reintun? Irgendein Holz? Irgendein Holz. Ich habe beide so gar nichts mehr. Scheiße. Planken habe ich nur. Ich weiß nicht, ob Planken gehen. Probier's mal. Ich dachte, Planken gehen nicht, oder? Planken gehen nicht, nein. Nee, wir können dann nur. Ach je. Haben wir gar nichts mehr. Haben wir jetzt nichts mehr da. Nee, auch keine Kiste mehr und so. Nee, wir haben echt gar nichts mehr. Oh je. Naja, dann müssen wir jetzt mal pflanzen und hacken. Ich mache mir mal noch schnell eine kleine Axt. Und dann starten wir mal eine richtige Holzexkursion. Ja, es ist okay, ich habe Äxte, Tim. Du hast Äxte. Mach dir ruhig mal eine, ja, jetzt hast du schon damit angefangen. Okay, wie war das?